Warwick zu dem Thema? Herr Habeck hat am 8. Januar ein Video-Statement zu den Bauernprotesten veröffentlicht, in dem verweist er in dem Kontext der Bauernproteste auf angeblich, ich zitiere, Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin finanziert werden. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, auf welche konkreten Kampagnen bezieht er sich und welche Belege kann er vorlegen, dass diese tatsächlich von Putin finanziert werden? Ja, hier würde ich gerne auf die Worte des Ministers verweisen und die auch so für sich stehen lassen. Eine Nachfrage? Jetzt gab es von verschiedensten Bauernprotesten Kritik an dieser zitierten Äußerung von Habeck mit Verweis darauf, dass diese darauf ziele, die Bauernproteste zu delegitimieren, mit dem Verweis auf Putin und die angebliche Finanzierung. Da würde mich interessieren, war das tatsächlich die Absicht des Wirtschaftsministers? Und wenn nein, was war die Intention, Putin und diese Finanzierung sprachlich ins Spiel zu bringen bei einer Äußerung bezüglich der Bauernproteste? Also der Minister hat ja immer deutlich gemacht in diesem Video und auch schon vorher, wenn es um Proteste ging, dass legitimer Protest in der Demokratie natürlich immer möglich ist und immer möglich sein muss, aber dass legitimer Protest eben dort endet, wo Gewalt ins Spiel kommt, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Das hat er hier gesagt und hat es auch vorher schon betont. Insofern geht es nicht darum, Proteste generell zu delegitimieren. Und der Verweis, den Sie eben genannt hatten, das war ein allgemeiner Verweis auf die allgemeine sozusagen Desinformationslage, die wir in Deutschland auch anderswo zur Kenntnis nehmen. Herr Stuckli.